Meine lieben Geschwister, wir sollten uns vorbereiten auf einen Tag, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50.000 سنة. الروح, der Geist. Wer ist damit gemeint? Im Koran? Ja? Jibril, alaihissalam, Gabriel. Allah spricht über diesen Tag, dass die Engel und Jibril, ist Jibril denn kein Engel? Warum erwähnt Allah ihn separat? Was ein ganz besonderer ist. Ganz besonders der Beste. Gabriel. Deshalb erwähnt Allah ihn separat. Obwohl er der Engel ist, aber was für einer? Wenn du sagst, die Umma und Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Du sagst, okay, Umma ist eins, aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist besser als die gesamte Umma. Wallahi. Besser als die alle, die jemals gelebt haben. Und die noch leben werden. Deshalb erwähnt Allah diesen Ausmaß. Es ist 50.000 Jahre wird Yawm al-Qiyamah. Der Tag der Auferstehung wird 50.000 Jahre dauern. Er wird so lange sein, wie in anderen Überlieferungen gekommen ist. Subhanallah, wenn jemand von uns 60 wird, freut er sich. Oder 70. Und manche wollen sogar 100 werden. Wer von euch will 100 werden? Keiner? Dieser Tag wird 50.000 Jahre dauern. In einigen Überlieferungen können die Menschen es gar nicht mehr aushalten. Sie können gar nicht mehr warten. Sie halten es nicht aus. Manche von ihnen wünschen sich den Tod. Ich möchte sterben, ich möchte einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr warten. Kennt ihr das, dass man so ungeduldig ist? In Dunya kennen wir das vielleicht teilweise. Wenn du wartest und wartest und wartest und kannst es gar nicht mehr aushalten. Das ist in Dunya für ein paar Minuten. Was ist, wenn du ein Jahr warten müsstest? Mit einer Ungewissheit. Das macht die Sache ja noch schlimmer. In einem Jahr wird dir gesagt, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Und ins Höllenfeuer. Dieses Jahr wird so schwer sein für dich. Was ist, wenn es 50.000 Jahre sind? Unvorstellbar. Manche werden sich wünschen zu sterben. Manche sogar wünschen sich, ins Feuer geworfen zu werden. Lass mich ins Feuer und ich möchte nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. So schwer ist dieser Tag. Das war noch nicht die Abrechnung. Das war noch nicht das Höllenfeuer. Das war nur das Warten. Diese lange, lange Zeit. Ja.